Ja, hallo zusammen. Wie ihr schon sehen könnt, ging es in meinem letzten Projekt mal wieder eifrig ums 3D-Drucken mit Kunstharzen. Und wenn ihr auch schon mal funktionale Teile drucken musstet, also die bewegt und benutzt werden und nicht nur schön irgendwo rumstehen, dann seid ihr vielleicht auch schon mal drauf gestoßen, dass es ziemlich unpraktisch ist, wenn die Ausgangsfarbe des Harzes eine andere ist, als die, die es eigentlich haben soll. Also die Lackierung hier schwarz könnte sich irgendwann abreiben und das Beige dieses Harzes wieder zum Vorschein kommen. Deswegen bin ich mal auf die Suche gegangen, was hat man denn für Möglichkeiten, seine Harze einzufärben, also anstatt ein Harz mit einer anderen Farbe zu kaufen, dass das schon die richtigen Materialeigenschaften hat, so anzupassen, dass es eben richtig aussieht. Das ist jetzt das Beige Flex Resin von Frozen, was eine exakt geniale Bruchdehnung für Requisiten hat. Also wenn das mal runterfällt, passiert nicht sofort was, im Gegensatz zum Beispiel zum Aqua Gray 4K, das platzt, wenn man es einmal ordentlich fallen lässt. Deswegen habe ich jetzt hier mal eine Testserie gemacht und die möchte ich jetzt mit euch teilen, mit den Pigmenten, die ich bei mir selbst schon zur Verfügung habe. Also da ich sehr oft mit Duroplasten arbeite, also mit Polyurethanharz und Epoxidharz, habe ich etliche Pigmente, zum Beispiel hier von Smooth On oder hier Boot Service Benke, R&G Faserverbundwerkstoffe, ja, und Didi Composite GmbH, die eben für Polyurethane und Epoxidharze oder allgemein für Kunstharze, irgendwo steht hier einfach nur zum Einfärben von Kunstharzen drauf. Und warum sollte ich die nicht mal probieren? So, der erste Test, einfach nur in der UV-Kammer belichtet, das beige Frozen Flex Resin mit Schwarz war komplett erfolgreich. Also die luftseitige Seite bleibt immer ein bisschen klebrig aus irgendwelchen Gründen, aber solange die Unterseite schön fest wird, weiß man, dass das Material ordentlich durchhärtet. Und das war beim Schwarz auf jeden Fall vielversprechend. Und jetzt seht ihr hier noch die weiteren Tests, die ich gemacht habe. Hier habe ich einfach mal ein schnödes Pulverpigment reingerührt. Da hat man natürlich die Gefahr, dass man kleine Krümel mit einrührt. Man muss sich also vorher die Paste, also das, was hier schon vorgefertigt ist, sozusagen selber anmischen und sieben oder reiben, damit man eben diese Krümel nicht hat. Also hier alles das Frozen Flex Resin Beige. Mit diesen verschiedenen Pigmenten, welche genau weiß ich jetzt nicht, und sie haben alle funktioniert. Das heißt, die Oberfläche ist bei allen hart geworden. Und hier unten ist mal noch ein transparentes Harz, Siraja Tech Blue Clear V2. Also mit einem transparenten Harz ausgehend hat man natürlich nochmal einen höheren Spielraum nach oben und nach unten, also ins Helle und ins Dunkle, um Farben besser zu treffen. Und natürlich die Möglichkeit, so einen transparenten Farbton hinzubekommen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich relativ unlogisch, mit einem grauen Harz wie dem Frozen Aqua Gray 4K anzufangen und das jetzt versuchen, gelb zu bekommen. Da habt ihr wahrscheinlich schlechte Karten. So, nachdem diese Tests sehr erfolgreich verlaufen sind, habe ich mal diese Stäbchen hier gedruckt. Und hier sind jetzt die fertig gedruckten und nachgehärteten Teile. Einmal das normale Flex Resin und einmal schwarz eingefärbt. Und das sind auch gerade mal, auf 100 Gramm, 0,25 Gramm, ein Viertel Prozent schwarzes Pigment ist hier drin. In die andere Richtung wird es wahrscheinlich nicht so gut gehen. Also ein schwarzes Pigment aufzuhellen würde wahrscheinlich erheblich mehr benötigen. Aber es hat es auf jeden Fall perfekt gedruckt. Und ich habe exakt dieselben Einstellungen verwendet. 25 Sekunden für die Bottom Layers und dann 2,5 Sekunden für alle folgenden. Ja. So, versuchen wir mal eins kaputt zu machen. Boah. Okay. Das kaputt kriegen, ja, es zerbricht. Probieren wir es gleich nochmal. Mal die richtige Richtung, also so hier. Hier ist jetzt die Plattform gewesen. Also das fühlt sich exakt gleich an. Also ein voller Erfolg. Ja, und das heißt jetzt natürlich, dass man diese perfekten Materialeigenschaften von diesem Flex Resin in jeder Farbe zur Verfügung hat, wenn man sich jetzt nicht übernimmt und nicht unnötig viel Pigment mit einmischt
Und jetzt, so konnte ich jetzt noch das funktionale Bauteil, das ich eben eigentlich nur in diesem blöden Beige gehabt hätte und lackieren musste, so wie das, schon mal in der annähernd richtigen Grundfarbe zur Verfügung. Und das finde ich schon ziemlich wertvoll. Gut, macht nicht irgendwelchen komischen Quatsch mit alkoholbasierenden Pigmenten nach, sondern nehmt Sachen, die schon mal ungefähr für das geeignet sind. Ich bin natürlich kein Chemiker, habe vorher keinen Blick in die technischen Merkblätter geworfen, ob das irgendwie kompatibel ist. Aber das ist alles sehr erfolgreich verlaufen hier. Also ich denke mal, da könnt ihr ruhig gerne weiterprobieren und wisst schon mal, wo ihr anfangen könnt.